Dann sagen wir, ja, auf der Seite muss die Öffnung sein, klicken wir hier hin und dann wird in dieser Länge 75 cm dieser Steckbügel diese Form erstmal erzeugt. Dann könnt ihr zum Beispiel jetzt hier klicken und seht, ah, jetzt wird es eher schlechter. Ah, jetzt wird es gut, okay? Wenn wir hier einen Abstand wählen, 0,05, dann wird hier alles auf Abstand getrimmt. Wir gehen wieder in das letzte Feld hier rein, haben zwei Stück und freuen uns, dass das so schön an dem Schenkel angefügt wurde. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Und dann holen wir uns die Stabform. Mit der Stabform könnt ihr erstmal hier auf die drei Punkte klicken. Falls ihr mit dem Dropdown-Menü und dem Lesen zu eingeschränkt seid oder langsamer wert, dann holt euch hier die Informationen, wie die Stabform denn aussehen soll. Verlegen wir mal einfach ein gerades Eisen. Fangen wir mit dem Steckbügel an. Den brauchen wir sowieso. Ich klicke auf Steckbügel. Hier könnt ihr noch einen Haken dran setzen oder nicht. Ich denke mal, da wird es ziemlich selten benötigt werden. Und wir brauchen den Durchmesser 8. Das passt. Könnten aber auch hier wechseln, jegliche Durchmesser. Wir könnten auch in laufende Meter das Ganze verkaufen. Dann werden nicht die Stabformen automatisch ausgegeben, sondern einfach die Summen der laufenden Meter aufaddiert. Bei geraden Stäben okay, bei gebogenen würde ich es nicht empfehlen. Betondeckung gleich, das heißt, wir könnten auch wechseln. Und hier sind die einzelnen Betondeckungen angegeben. Wenn wir uns hier durchklicken, sehen wir hier in diesem Menü immer, wo die Betondeckung denn gerade aktiv ist. Und jetzt könnte man hier zum Beispiel 0,025, hier 0,025 und hier vielleicht 0,03, keine Ahnung, weil irgendwas anders ist. Also manchmal braucht man es wirklich und ich lasse aber jetzt hier Betondeckung gleich, 0,025. Die Schenkellängen, also der Schenkellänge 1, wenn ich hier draufklicke, dann könnte ich auch hier die Schenkellänge 1 eingeben und kann sagen 0,75, das passt eigentlich, denn ich habe eine Wand von meistens circa 20 bis 25 cm und dann muss ich noch 50 oder 45 cm übergreifen, also 0,75 wird auf jeden Fall passen. Also das könnt ihr hier eingeben, vielleicht auch 0,70. Ich gebe 0,75 ein. Haken will ich nicht aktivieren und dann haben wir hier noch den Biegerollenfaktor. Da können wir von 4, 7, 10, 15 und 20 auswählen. Wenn uns das Ganze schmeckt, müssen wir das Ganze verlegen. Ich gehe jetzt dazu in den Originalgrundriss rein und ziehe mir von der Ecke bis zu dieser Wandposition einfach so einen rechteckigen Kasten auf. So, zwei Polygone abgesetzt und mit Escape bestätigen wir. Jetzt wird abgefragt, wo ist denn die Öffnungsseite, also wo ist denn diese Seite hier? Dann sagen wir, ja, auf der Seite muss die Öffnung sein, klicken wir hier hin und dann wird in dieser Länge 75 cm dieser Steckbügel diese Form erstmal erzeugt. Servus, grüßt euch, da ist der Peter. Ich bin schon voller Spannung und Aufregung, denn ja, ich habe schon ein paar Mal angedeutet, dieses Event, dieses All-in-One-Event im Nemetschek Haus in München, wo ich zusammen mit der CS Concept eine tolle Veranstaltung planen darf und auch voller Leidenschaft, Feuer und Flamme bin, denn dort werde ich Kallenberg Ingenieure Max Frank und Beto Max mit auf die Bühne holen und mit ihnen zusammen spannende Fachvorträge für euch zuschneidern und zuschustern. Und es ist gerade so, wir sind gerade noch Feilen der Agenda und die ist wirklich spitzenmäßig. Also es geht jetzt nur noch ums Wording, noch ein bisschen Feinheiten und dann werden wir wahrscheinlich, ich denke mal am nächsten Montag, am 20. damit rausbrechen und ein bisschen die Werbetrommel nochmal durchmischen. Und ja, es sind begrenzte Plätze, also von dem her ist es wirklich ein Privileg, wenn man daran teilnehmen darf und kann. Dazu muss man sich anmelden, aber es ist alles kostenfrei. Also inklusive Essen und Trinken, alles kostenfrei. Ihr müsst nur Zeit mitbringen am 5. Juli im Nemetschek Haus in München. Ja, und was euch dann natürlich erwartet, das kann ich erst nächste Woche sagen, aber ich bin schon so aufgeregt, denn das sind wirklich hochwertige Fachvorträge und das kostet, ich finde es so genial und ich zeige euch jetzt, wie ihr jetzt schon einen Platz sichern könnt. Also entweder geht ihr auf allinone.parts oder ihr geht auf allplan-einbauteile.de
de. Ah, komm. De. Kopiere mich hoch. Und wenn ihr dort angelangt seid, könnt ihr euch hier jetzt anmelden. Dann kommt ihr auf dieselbe Seite. Das ist einfach eine Verlinkung. Ne? Dann werdet ihr hier bald auch die Agenda vorfinden. Dann einmal auf den Klick anmelden. Und jetzt könnt ihr euch kostenfrei einen Platz zusichern. Ihr bekommt auch ein Namensschild und alles. Es wird alles registriert. Und ihr könnt bis zu 9 Leute anmelden. Aber wie gesagt, es sind wirklich nur ein paar Plätze frei. Und am besten jetzt schon anmelden, bevor in wenigen Tagen dann alles weg ist und ich kann euch dann nicht mehr selbst persönlich begrüßen. Und an alle YouTube-Unterstützer, die mich immer unterstützen, kommentieren oder sonstiges, die jedes Video von mir feiern und liken und teilen und auch auf LinkedIn, ich würde euch bitten, holt euch bitte einen Platz wenigstens für die Leute, die mich wirklich unterstützen. Ihr könnt natürlich auch Kollegen mitnehmen, aber ich möchte natürlich euch persönlich kennenlernen, weil das ist immer was anderes und möchte natürlich euch einen Mehrwert geben. Und egal, ob ihr dann Fragen zu Einbauteilen habt oder zu Allplan, ich versuche mein Bestes, euch da mitzugeben und mein Wissen mit euch zu teilen. Und dann freue ich mich auf euch am 5. Juli. Verlegt ist aber jetzt noch gar nichts. Wir beschriften auch gleich noch nicht. Wir escapen hier nochmal. Und jetzt kommt die Verlegung. Ich escape das mal Ganze nochmal durch, denn wenn wir jetzt eine Legende machen würden von Rundstahl, nicht assoziativ, hier, dann kommt die Form zwar an, aber wir haben 0 Stück verlegt. Wir müssen diese Form noch verlegen. Wir haben zwar eine neue Position, wir haben auch eine Gesamtlänge und alles, aber keine Masse, denn 0 Stück ergibt einfach Masse 0. Deswegen hier lösche ich das Ganze nochmal. Und jetzt verlegen wir das Ganze. Ja, stopp. Hallo. Hier. Verlegung Stabform. Da gehen wir rein. In dieses Flyout-Menü. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, 3 verschiedene Varianten hier zu wählen, wie das Ganze verlegt wird. Und haben hier immer so eine Vorschau-Skizze, ja, wie es denn aussehen wird. Das ist dasselbe Prinzip wie hier unten, Bezug zur Verlegegerade. Macht erstmal mittig bei so einer Wand vielleicht. Und jetzt müssen wir erstmal, was wollen wir denn überhaupt verlegen? Ja, die Position 16, das ist richtig, das ist korrekt. Ich bestätige das einmal mit Enter. Und jetzt gehe ich in diese Wand rein. Und an der Wand wollen wir diese Steckbügel hochziehen. Also von der Kante bis hier oben hin. Und jetzt haben wir aber mittig eingegeben. Irgendwie sieht es nicht so toll aus. Ich schaue mal nochmal auf 2+1 Fenster, so standardmäßig dreht das Ganze hier rum. Dann sehen wir es hier. Puh, ist nicht so korrekt, oder? Hier können wir auch vielleicht auf diese Seite gehen. Und jetzt sehen wir, nee, gefällt uns nicht. Dann könnt ihr zum Beispiel jetzt hier klicken und seht, jetzt wird es eher schlechter. Jetzt wird es gut, okay? Klickt euch da einfach mal durch und dann funktioniert das Ganze auch. Und dann können wir hier noch eine Betondeckung eingeben. Also wir haben jetzt hier gar keine, das heißt, der fährt jetzt hier bis zum Rand hin rein und hier wird einfach ausgemittelt von der Verlegegeraden. Wir geben hier jetzt 0,025 ein, bestätigen einmal mit Enter und dann haben wir hier die Betondeckung einfach automatisch hier drin. Bauteilfaktor, Lagenfaktor lasst ihr einfach auf 1, ändert das nicht, denn sonst wird das Ganze multipliziert, das ihr hier verlegt habt. Also, der Abstand ist mit 0,15 legitim. Ihr könnt auch in das Flyout-Menü diese standardmäßigen Abstände abfangen. Und wenn ihr aber außerhalb von 10 cm Wert, zum Beispiel auf 0,8, zum Beispiel bei der Stützenbewährung oder sowas, dann könnt ihr auch das noch händisch eingeben. Ansonsten könnt ihr euch mit den Standards hier auch zurechtklicken. Meistens sind es ja 0,15 und die Schnittigkeit ist hier 2, das passt. Und dann würde ich sagen, escapen wir zum Beenden. Und jetzt, wenn wir die Liste erstellen, legende Rundstahl, nicht assoziativ, ich gehe wieder in meinen Grundriss rein, markiere mir das Ganze und ziehe es hier raus. Jetzt sehe ich 16 Stück von der Position 16, 8er Durchmesser, Einzellänge 1,69 Meter, resultiert aus 75 mal 2 plus 19, dann die Gesamtlänge ist hier und die Masse. Wunderbar. Und jetzt verlegen wir noch einen weiteren Stab, den geraden Stab.
Ich kann jetzt einfach auf ein Eisen, das ich schon belegt habe, einen Doppelrechtsklick machen. Der Layer war gerade auf Ruhrand, habe ich gesehen. Könnte man auch noch aufpassen auf die Layer. Ich habe mir das Ganze in Assistenten schon zurechtgelegt. Das heißt, ich habe hier schon die richtigen Layer und schnapp mir einfach per Doppelrechtsklick aus meinem Assistenten heraus den richtigen Layer. So, und jetzt kann ich sagen, Steckbügel oder gerades Eisen zum Beispiel. Und jetzt nehme ich ein gerades Eisen. Hier wird mir schon die nächst freie Nummer vorgeschlagen, so, zum Beispiel die 17. Vielleicht möchte ich das aber gar nicht, dass ich sage, okay, jetzt habe ich einen besonderen Bereich, den möchte ich ab 50 starten. Dann gebe ich hier 50 ein, auch das ist möglich. In der Querschnittsreihe habe ich Betonstab B. Es gibt auch A und G und Bumtech-Tragband. Ihr könnt da auch selber welche machen. Da habe ich ein englisches Video dazu gemacht, wie ihr das ändern könntet. Gut, dann hier wieder den Durchmesser wählen. Wir nehmen mal hier 10er. Wir machen keine laufenden Meter und machen Betondeckung gleich, nämlich auf 0. Dann sage ich zum Beispiel, habe ich jetzt einen 10er? Ich möchte einen 12er. Das möchte ich hier an den Rand setzen. 4 Stück, ne? Kennt man ja. Gehen wir jetzt hier rein. Wir müssen ja erstmal die Länge verlegen. Da klicke ich jetzt hier rein und ziehe sie bis hier hoch und gehe noch 10 cm in die Decke rein und bestätige das einmal. Escape, ja, jetzt sieht man, ja, ist ja auf der falschen Seite komplett falsch verlegt. Das ist mir erstmal, also mir erstmal völlig egal. Nochmal hier, noch hier 10 cm einfließen lassen, escapen. Wir gehen hier. So, jetzt hat er es auch gemacht. Der hat vorhin das falsche Eisen genommen. Ich hab mich wahrscheinlich verklickt. Egal. Jetzt sind wir ja hier drin und dann können wir jetzt hier auf Stückzahl gehen. Wenn wir jetzt hier 3 eingeben, dann werden 3 gemacht. Wenn wir hier einen Abstand wählen, 0,05, dann wird hier alles auf Abstand getrimmt. Wir gehen wieder in das letzte Feld hier rein, haben 2 Stück und freuen uns, dass das so schön an dem Schenkel angefügt wurde. Würde jetzt hier zum Beispiel die nächste Wand noch bewehrt werden, könnten wir jetzt oder nicht, genau, vielleicht auch nicht, dann machen wir jetzt hier eine Ableitung. Ich suche mir Ableitung, nutze diese Funktion von diesen Eisen. Sage ja, nehme diesen Eckpunkt und ziehe mir das hier erstmal raus. Schließe das Fenster, drehe das in Grundriss um 90 Grad. Das lasse ich hier einjustieren. Ich markiere mir diese Ableitung, gehe in die Eigenschaften rein, deaktiviere hier erstmal alles. Die Stiftdicke dürfte nicht so gewählt werden. Machen wir gestrichelt. Und dann verschieben wir das Ganze vom einjustierten Mittelpunkt hier ran. Ne? Also Rechtsklick, X fest und dann ist das Ganze hier. Jetzt kopieren wir uns auch diese 2 Stäbe. Nein, besser ist kopieren und spiegeln diese 2 Stäbe. Rechtsklick, Mittelpunkt zu dem. Über den Mittelpunkt spiegeln wir das Ganze hier rüber und haben jetzt hier 4 12er Eisen. Und dann sehen wir das Ganze auch in unserem Schnitt. Hier sind diese Eisen. Aha, wir haben da einmal das noch nicht verlegt. Also da haben wir einmal zu viel rückgängig gemacht. Dann verlegen wir das halt Ganze nochmal von hier nach hier. Und gehen wieder hier in den Abstand rein. 0,15. Und jetzt wird der Abstand gewählt und nicht die Stückzahl. Wir bestätigen das Ganze. Und freuen uns, dass das so gut jetzt endlich funktioniert hat. Zum Beschriften gehen wir hier auf Maßlinie Verlegetext. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Maßlinie einzufügen. In der Maßlinie können wir ein Symbol einfügen. Ich nehme dazu den Kreis. Der Kreis können wir auf die Symbolhöhe vielleicht 2,5 erhöhen. Ich klicke eine Verlegung an. Dann seht ihr jetzt hier überall diesen Bommel. Und dort, das ist einfach der Symboltyp.
Und jetzt können wir hier zum Beispiel das Ganze absetzen. Einen freien Text brauche ich in dem Fall nicht. Die Position am Ende nein. Und jetzt könnte ich das so rausschieben. Ich habe 16 mal 8 auf 15 Eisen. 16 Durchmesser 8, 15 Abstand. Escape das Ganze. Und jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu reduzieren. Da muss ich jetzt schon mal, hier ist es vorhanden. Verlegedarstellung modifizieren. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, nur einen Stab anzeigen, macht aber keinen Sinn. Das sollte man nur in den seltensten Fällen machen. Wir machen alle erstmal anzeigen und gehen jetzt hier beliebige Eisen darstellen. Klicken wir auf die Verlegung drauf und markieren uns einfach die Eisen, die wir darstellen möchten. Das Ganze wird dann mit diesen Umrandungen angezeigt. Ich habe das immer auf Magenta, weil ich das besser sehe als Gelb. Escape jetzt. Und dann habe ich hier meine Eisen verlegt und sehe hier die Stabmarkierungen an meinem Verlegetext. Jetzt möchte ich noch diese vier Eisen hier beschriften. Wo bin ich denn? Maßlinie Verlegetext. Gehe aber jetzt nicht hier auf Maßlinie, sondern auf Fächer. Dann möchte ich die Stückzahl wissen. Den Durchmesser, den Abstand brauche ich nicht. Der ist hier komplett irrelevant. Ich möchte ein Zeigersymbol absetzen. Der Textzeiger soll automatisch geschehen und die Option, der Textzeiger soll ein Kreis wieder sein. Ich kann auch hier wieder umstellen. Sagen wir mal 2,5 soll er hoch, dick oder groß sein. Und jetzt markiere ich mir einfach mit grünem Kasten diese vier Eisen und habe jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze hier zu beschriften. Wenn ich mit einem Klick auf ein Eisen dreht sich der Winkel um 90 Grad der Beschriftung, was hier wirklich komfortabel ist. Und dann lege ich das Ganze hier ab. Jetzt habe ich 4, 12 Eisen, hier 16 Durchmesser 8 Eisen im Abstand von 15. Genau. So, jetzt habt ihr die ersten Eindrücke erlebt. Wir runden das Ganze noch mit einer Verpositionierung ab, denn wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten die Position 16 und 17 vielleicht erst ab 25 starten lassen. Dann sagen wir hier gleiche Formen, Rundstahl aktivieren, ab der Nummer 16. Hier wollen wir starten, das Ganze zu verpositionieren, bis unendlich, also bis 999. Nach 25 hier noch eine Toleranz eingeben, wie viel Abstand die Stäbe haben dürfen von der Gesamtlänge her, die dann mit aufgefasst werden, und dann sagen wir okay. Und jetzt haben wir hier die Position 25 und 26 und der Beschriftungstext wurde automatisch mitgeändert. So, und dann können wir uns noch einen Gesamtauszug leisten, dass ich hier zum Beispiel klicke. Dann weiß ich, ich habe 4 von diesen Eisen und könnte das Ganze jetzt hier irgendwo absetzen. Damit es nicht irgendwo im Nirvana verschwindet, nehme ich hier diese Horizontalpositionierung und kann das Ganze jetzt nach links und rechts verschieben. Mit einem Klick auf die X oder Y kann ich auch zum Beispiel hier die Verlegetexte auf die eine Seite schmeißen. Ich mag immer, dass der Positionstext ganz nah am Eisen ist und hier das auf der gegenüberliegenden Seite ist vor der Gesamtlänge. Aber wenn es mal schnell gehen muss, könnte es auch anders passieren. Ja, bei mir aber eher nicht. Jetzt klicke ich noch auf dieses Eisen und das möchte ich aber jetzt, also auf diesen Steckbügel, den möchte ich aber jetzt nicht nach links ziehen, sondern nach unten. Da habe ich auch die Möglichkeit, hier vertikal die Position zu wählen. Setze das Ganze hier runter. Möchte das aber jetzt anders beschriften. Das heißt, den Verlegetext setze ich erstmal horizontal. Dann möchte ich jetzt noch, dass die 75 oben steht. Da kann ich jetzt mit einer spiegelten Achse, da muss ich drehen zweimal. Und jetzt nochmal spiegeln, jetzt haben wir es. So ist jetzt das Ganze geschehen. Wenn wir Änderungen vornehmen wollen, dass wir sagen, okay, das ist mir jetzt zu lang, ich möchte Eisen ein bisschen sparen, dann messe ich mir das raus mit Messen Strecke von dem Punkt zu dem Punkt. Und jetzt sehen wir hier, wir haben in X-Richtung 53 cm, wir bräuchten glaube ich bloß 45, also wir können uns 8 cm einsparen. Dann gehe ich hier auf Punkt modifizieren. Hier ist das Punkt modifizieren. Und greife mir diese zwei Endpunkte, gehe an den Eckpunkt hier hin, mache gleich einen Rechtsklick, Y fest, und jetzt kann ich das hier ziehen, wie ich möchte. Oder ich verharre hier auf diesen Punkt,
Geh mit der Tabulator-Taste in die Deltas und rein, X, Y, Z. Also, und ich gehe jetzt hier in dem Fall in die X, in Delta X. Ist rot markiert, das X hier unten. Genauso wie auch mein Fadenkreuz ist auch eine rote und grüne Linie. Das heißt, ich weiß jetzt, in X-Richtung muss ich Minus eingeben, denn nach Rot wäre es Plus. Und sage Minus 0,08 und dann habe ich 8 cm auf beiden Seiten gespart, 16 cm. Ja, wäre ein Sümmchen, weiß ich nicht, ob man das machen würde. Aber so könnte man das jetzt zum Beispiel auch alles modifizieren. Und das wurde dann auch, wird dann auch gleich übernommen. Wenn wir jetzt die Rundstahl-Legende assoziativ machen und diese hier absetzen, wir machen die Rundstahl-Legende nochmal, dann wählen wir uns jetzt seit neuestem die Teilbilder dazu aus, die, da sage ich einfach alle momentan geladenen Teilbilder und sage okay und setze das hier ab. Jetzt sind alle Eisen, die in diesem Teilbild vorhanden sind, hier abgelegt worden. Jetzt haben wir vielleicht sogar so einen Abstrich zwischen 15 und 25, gefällt mir. Und vielleicht wollt ihr sogar noch so eine kleine Linie einfügen, dass die Baufirma genau weiß, aha, ab dann gibt es eine neue Wand. Wenn wir, ich weiß, jede Position, die hier steht, die kostet Geld. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich drösel euch das für jede Wand auf, ist ja auch schön, dann könnt ihr Wand für Wand die Eisen biegen und bestellen. Oder ihr sagt, naja, die Steckbügel, die sollen schon in jeder Wand gleich sein, zum Beispiel wie hier. Dann könnt ihr natürlich das Ganze auch verpositionieren. Und das machen wir jetzt hier mal. Vielleicht ändert sich was, ich glaube nicht. Wo sind wir denn? Wo ist verpositioniert? Ja. Von 1 bis unendlich nach 1. Und jetzt haben wir hier die Position 2, denn die gab es schon. Und das wirkt sich natürlich jetzt auch hier aus. Und jetzt bringt natürlich unsere Linie keinen Sinn mehr, wenn wir es so machen. Gut, jetzt habe ich euch geholfen. Jetzt müsst ihr mir helfen mit einem Daumen nach oben, wenn euch das weitergebracht hat. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!